Hi und grüß euch, grüß dich. Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Naturaversum, Zentrum für Körper, Geist und Seele. Und ich habe gemerkt in letzter Zeit, dass ich immer wieder, also dass ich verstärkt Fragen gekriegt habe bezüglich den Bachblüten-Notfalltropfen. Die Bachblüten, das ist ja ein richtiges großes Spektrum an Infos, an ganz vielen verschiedenen, ja, Eigenschaften vor allem auch. Also da kann man schon ganz, ganz tief eintauchen, vor allem ganzheitlich. Und ich nehme da jetzt einen Part heraus, die Notfalltropfen, weil ich es einfach ganz, ganz wichtig finde. Und vor allem, die kehren wirklich in jede Tasche, in jede Handtaschen. Also alle Frauen, merkt sich das, in alle Handtaschen hinein. Warum? Das erzähle ich jetzt im Laufe der nächsten Minuten. Also, die Bachblüten, die Notfalltropfen, also ganz, ganz beginnend, die Bachblüten sind keine Pflanzen, die an einem Bach wachsen oder irgendwie also Blumen, die ja an einem Fluss oder an einem Bach wachsen. Nein, die sind entdeckt worden vom Dr. Edward Bach. Also das war der Entdecker, das war ein Arzt, und zwar ein Arzt aus London, also geboren ist er in Wales, und er hat gelebt 1886 bis 1936. Er ist 50 Jahre genau alt worden, und er hat eben die Bachblüten entdeckt. Er war dann der Namensgeber quasi auch und hat dann seine Original-Bachblütentherapie daraus entwickelt. Und es ist ganz, ganz interessant und spannend, einfach der Werdegang. Da mache ich mein eigenes Video dazu. Kann man nochmal eigens vertiefend hineingehen. Der Werdegang und wie er einfach die ganze Therapie entdeckt hat. Ihr könnt es mir aber gern in die Kommentare reinschreiben. Ja, Daumen hoch, bitte unbedingt, oder Story, Hashtag Bachstory, Hashtag Bachstory, deshalb machen wir das. ganz spontan jetzt der Hashtag Bachstory, wer die genaue Geschichte, also die genaue Story vom Dr. Bach hören möchte, dann mache ich ein eigenes Video dazu und dann zeige ich euch die Stationen, den Werdegang quasi, erzähle ich euch da was drüber. Gut, also der Dr. Bach hat insgesamt 38 Pflanzen entdeckt, wobei es sind 37 Pflanzen, um ganz genau zu sein, und ein reines Quellwasser, das sind seine, das ist das, der Pott quasi, der Container mit den 38 Pflanzen, Bachblüten. Und daraus hat er aus insgesamt fünf Bachblüten, hat er dann die einzige Fertigmischung entwickelt oder kreiert, und zwar die Notfalltropfen. Ich sage jetzt wirklich die Betonung auch auf die einzige. Es gibt schon ganz, ganz viel jetzt natürlich am Markt, aber original ist wirklich, sind wirklich nur die Notfalltropfen, die einzige originale Fertigmischung, die er entwickelt hat und kreiert hat. Und das ist daraus entstanden, als er eines Tages, er hat sehr, sehr gern die Menschen beobachtet im Hafen in seiner Heimatstadt in Wales. Und da ist er wieder eines Tages dort gesessen und hat so aufs Meer rausgeschaut und hat die Menschen beobachtet, hat die Fischer vor allem beobachtet. Das waren da sehr, also ganz, ganz viele Fischer, und das am Meer, einfach da die Aktivitäten. Und als ein Fischer in Not geriet, also ein Fischersmann ist in Seenot geraten, und den haben sie dann gerettet, aber der hat sich dann schon so einen Schock gehabt, hat sich da hineingesteigert und ist auch, weil er ja auch irgendwie im Wasser war, hat er sie erkältet. Also er ist daraufhin krank geworden, aus diesem ganzen Unfall heraus quasi. Er ist krank geworden, erkältet, also hat richtig mit Fieber und ganz viele verschiedene Symptome gekriegt. Und daraufhin hat der Dr. Bach aus seinen Bachblüten, die er schon gehabt hat zu dieser Zeit, fünf Bachblüten zusammengemischt und hat diese dann als die Notfalltropfen benannt oder erkoren quasi. Und also da sind die Bachblüten, die Notfalltropfen geboren. Und
diesem, so, da habe ich noch was mitgebracht auf dieser Seite. Und die, diesem Mann, er hat diesem Mann die Notfalltropfen verabreicht, also die Kombination aus diesen 5 verschiedenen Bachblüten. Und dem Fischersmann ist von Tag zu Tag besser gegangen. Er ist wieder quasi auch zu sich gekommen. Es war ein totaler Schreck, ein totaler Schock. Und er war halt quasi so außer sich auch. Und da ist er halt einmal in erster Linie mal zu sich gekommen und ist dann, sein Körper hat in die Erholung, in die Regeneration gehen können. Und er hat sich einfach wirklich Tag für Tag erholt. Und zu dieser Zeit war das dann einfach auch schon auch oft sehr, sehr schwierig. Die sind oft auch schon dann gestorben, die Menschen, weil einfach da die Versorgung auch noch nicht so gut war und einfach da diese ganze Gegebenheiten rundherum einfach nicht sehr gut waren. Genau, also da sieht man ein Fläschchen von der Firma, mit der ich zusammenarbeite. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene. Wer da mehr Infos haben möchte, natürlich gebe ich dir gern, schreibt es mir gerne eine Nachricht. Und das sind die Recovery Remedies. Auch da so die kleine Randbemerkung, warum alles auf Englisch angegeben ist, weil eben der Dr. Bach aus Wales stammt ursprünglich und somit als englischsprachig angegeben. Auch natürlich die einzelnen Bachblüten, sowie die erste in unserem Bunde bei den Notfalltropfen, also ich habe schon erwähnt, das sind 5. Und die erste ist die Bachblüte Cherry Plum. Und die Bachblüte Cherry Plum ist eine ganz wichtige Bachblüte, wenn man sehr stark unter Druck steht. Also das ist das beste Merkmal. Sie wird auch die Gelassenheitsblüte genannt. Das heißt, man steht sehr stark unter Druck innerlich, ist man so aufgewühlt und unterreicht dann nur irgendeine kleine, ja, die kleinste Kleinigkeit, dass wirklich zur Explosion kommt quasi. Aber auch in Kombination, wenn man jetzt in einer Notsituation ist, dass du einfach nicht diese überschießenden Reaktionen überhand nehmen. Also da ist die Bachblüte ganz, ganz, ganz wichtig in dieser Kombination. Und dazu möchte ich jetzt auch noch gleich dazu erwähnen, dass die Bachblüten, also die Notfalltropfen, nur für den Notfall sind. Also so wie es im Wort schon drinnen steckt, Notfall, sie sind wirklich nur für den Notfall gedacht. Das heißt, was ist ein Notfall? Ein Unfall, man bekommt eine Nachricht, dass ein ganzer lieber Bekannte, Verwandte, ja, vielleicht sogar eigene Ehemann, Ehefrau oder irgendwas beim Kind passiert ist, verstorben ist. Also das sind wirklich so extreme Situationen, die einem aus dem Alltag herausreißen, wo man mal wirklich nicht mehr weiß, wo hinten und vorn, wo oben und unten ist. Also solche Schocknachrichten im Unfälle, das ist was ein Schock, wo man in einen Schockzustand fällt, auch so in Schockstarre quasi, das sind solche Notfälle. Sie werden gerne eingesetzt bei Prüfungen, bei Prüfungssituationen und das sind dann nur eben bedingt hilfreich und sinnvoll, weil jetzt eine Prüfungssituation jetzt nicht dieser Notfall ist, als wie wenn man jetzt bei einem Unfall dazukommt, beteiligt ist oder irgendeine extreme Schocknachricht bekommt. Da gibt es andere, bessere Blüten. Gut. Die nächste Bachblüte ist die, da haben wir da, Bachblüte Clematis. Bachblüte Clematis oder die Waldrebe. Die Bachblüte Clematis, die bringt einem wieder in sich hinein, ins Hier und Jetzt, in die Gegenwart. Also das ist einmal ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt ein Unfall passiert, wenn man zu einem Unfall dazukommt oder auch wer das schon erlebt hat, dass man einen Anruf kriegt und es ist ein nahestehender Mensch verstorben, dann
bricht alles zusammen. Natürlich reagiert der Körper und man fühlt sich dann sehr ohnmächtig. Also wie wenn man so in eine Ohnmacht hineinfällt, die Knie werden weich, es zittert alles innerlich, ist alles aufgewühlt, man ist nicht mehr in sich drinnen, irgendwie mal so außer sich. Und die Bachblüte Clematis, die schafft eben das, dass man wieder in sich hineinkommt, auch klar wird im Kopf und klar wird im Denken, was ganz wichtig ist, und da wirklich so zentriert bleibt, stabil, innerlich stabil bleibt und okay, was ist jetzt der wichtigste, nötige, nächste Schritt zum Beispiel? Da klar in diese Richtung denken. Das ist die Bachblüte Clematis, ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang mit den Notfalltropfen. Die nächste Bachblüte, ups, das ist verdeckt. Nächste Bachblüte im Bunde ist die Bachblüte Impatience, die auch jetzt gerade schon länger, aber jetzt auch noch blüht. Ganz wundervolle, zartrosa, blassrosa, bis so intensiv rosa und lila farbene Blüten hat die Bachblüte Impatience oder das indische Springkraut. Von vielen gehasst, von vielen geliebt, sage ich jetzt einmal. Ich finde es eine ganz, ganz eine wundervolle Pflanze und ich mag sie sehr gern. Sie überwuchert sehr viel, ja, aber sie zeigt uns auch sehr viel. Das heißt, die Impatience ist so, wenn man so in der Hektik, in der Eile ist, man ist so rastlos, man ist innerlich so aufgeregt und kommt gar nicht zur Ruhe und ist nur Hektik, Stress und Eile, es muss alles schnell gehen. Die Bachblüte Impatience holt einem eben wieder runter. In sich hinein, in die Mitte, ganz wichtig, dass man mal auch wieder klare Gedanken fassen kann, das hängt immer also ganz stark zusammen, also zentriert in die Mitte und somit kann man wirklich in dieser Ruhe, in der Gelassenheit mehr schaffen, mehr dann weiterbringen oder die nächsten wichtigen Steps oder Schritte machen, die ihm dann nötig sind und anstehen. Die vierte Bachblüte ist, wieder versteckt, Bachblüte Rock Rose, das gelbe Sonnenröschen, und so wie es man da schon sieht auf dem Foto, die Bachblüte Rock Rose, diese wunderschöne gelbe Blüte, die vermittelt einem diese Wärme, diese Ruhe, diese Kraft und aber auch Energie und alles die innerliche Kraft und Energie, damit man nicht in eine Panik verfällt oder in irgendeinen Ausnahmezustand. Für das steht nämlich die Blüte. Wenn man in so eine Todesangst hineinfällt, in eine Panik, also richtigen Angstzustand, Panikattacken gehören da auch dazu, dann ist man wirklich in so einer Ausnahmesituation. Der Körper, der Körperfunktionen rasten durch, sagt wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, das Herz rast, der Herz-Kreislauf-Funktionen spielen verrückt. Und da ist die Bachblüte Rockrose eben ganz, ganz wichtig, auch in dieser ganzen Kombination, dass man einfach ruhiger wird, innerlich viel ruhiger wieder und das System vor allem runterfährt und wirklich wieder mal wieder in Einklang kommt, also ins Gleichgewicht, ins innerliche Gleichgewicht. Und dass man da, wenn man dann so außer sich ist, dann kann man einfach keine klaren Gedanken mehr fassen. Wenn man dann in der Ruhe ist, in der Gelassenheit, der Körper noch auf Normaltemperatur quasi arbeitet und in diesem Gleichgewicht, dann kann man sich wieder auch Schritt für Schritt fortbewegen und die nächsten Dinge machen, die erforderlich sind. Gut, die fünfte Bachblüte im Bunde bei den Notfalltropfen ist die Bachblüte Star of Bethlehem. Und der Star of Bethlehem ist eine sehr, 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 sehr wichtige Bachblüte. Betonung liegt eben auf sehr, sehr, sehr wichtig, weil die Bachblüte Star of Bethlehem oder der doldige Milchstern, man sieht die schönen sternförmigen weiße Blüte, ist für, wenn man ein Trauma erlitten hat, wenn man in einer Schocksituation ist und wenn man eben in einer Notsituation ist, unverkommt und, wie ich vorher erwähnt habe, wenn man sich aber auch verletzt, also auch für Verletzungen, wenn man sich schneidet, dann leidet die Haut an Schock. Da kann man auch
sofort die Notfalltropfen einnehmen. Also Verletzungen in alle Richtungen, auch was ist nur ein Schock, Brand, also wenn man sich verbrennt mit so richtig mit Feuer oder auch mit der Sonne, also Sonnenbrände, nachdem man Sonnenbrand, also die Haut an Sonnenbrand erlitten hat, ist ja auch ein Schock für die Haut, kann man die Notfalltropfen verwenden. Gut. South Bethlehem ist, wenn man im Schock, in einer Schocksituation ist, so in der Schockstarre, wenn man ein Trauma erlitten hat, ist das South Bethlehem eben ganz, ganz wichtig, weil man da wieder dieses Vertrauen kriegt in sich, das Vertrauen gefestigt wird und somit auch das innere Gleichgewicht und die Stabilität einfach wieder hergestellt wird, damit man einfach nicht ja, so das Gefühl hat, man ist oft so in Trance auch oder immer steht neben sich, also das gehört da alles zusammen. Da hilft die Bachblüte South Bethlehem ganz, ganz stark und eben wichtig, dass man da wieder dieses Vertrauen kriegt und dass das auch gefestigt und gestärkt wird. Gut, das waren die 5 Bachblüten, die in den Notfalltropfen drinnen sind, die einzige Fertigmischung, also original noch ein Dr. Edward Bach. Zur Einnahme, das aus dieser Stockbottle, die habe ich da, mache ich das jetzt da herüber, aus dieser Stockbottle, das ist die Urdinktur, sagt man auch, also Stockbottle auf Englisch, nimmt man 4 Tropfen auf ein Glas Wasser, also 4 Tropfen hinein in ein Glas Wasser, jetzt muss ich schauen, dass ich da in der Mitte sitze, und dann schluckweise trinken. Und da kann man, also man merkt unmittelbar danach, also noch 5 bis 10 Minuten merkt man, wie das ganz, also der Körper reagiert, wie man ruhiger wird. Wenn man jetzt die Bachblüte, also wenn man die Notfalltropfen mit hat und man ist unterwegs und man hat jetzt kein Wasser, dann, und es ist immer Situation, dann unbedingt pur, gleich mal 3 bis 4 Tropfen pur auf die Zunge einnehmen und das ist in so einer Notsituation, Schocksituation natürlich eben auch ganz wichtig, dass man sofort nehmen kann. Also dann pur die Einnahme und dann danach noch so Schock-Notfallsituationen, dann bis zu 5 bis 6 Tage maximal kann man jeden Tag 3 bis 4 Gläser mit jeweils eben 4 Tropfen ins Glas hinein trinken. Also 3 bis 4 Gläser am Tag und das einfach wirklich über den Tag verteilt trinken. Oder man richtet sich gleich eine Flasche her, also eine Literflasche, und gibt dann dementsprechend eben mehr die Bachblüten, also die Tropfen hinein. Gut, 17, 18 Minuten über die wundervolle Thematik der Notfalltropfen, Bachblüten-Notfalltropfen gesprochen. Ich habe schon sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und eben, wie gesagt, ich habe sie immer mit dabei in meiner Handtasche. Ihr könnt euch ja mehr besorgen und halt, wenn man sagt, okay, ich lasse eine im Auto zum Beispiel, also im Hochsommer ist jetzt nicht so ratsam, auch nicht, wenn es dann zum Gefrieren anfängt, also darum ist es immer am besten in der Tasche, aber wirklich schauen, dass man an verschiedenen Stellen immer die Notfalltropfen zur Hand hat, also in verschiedensten Situationen natürlich. Das waren jetzt das waren wirklich ganz schwere Notfälle, was ich jetzt gesagt habe, aber auch bei Verletzungen kann man super einsetzen, für die Kinder zum Beispiel. Wenn sie ein Kind total erschreckt und dann so so richtig hysterisch ist, also Hysterie, das war bei meiner Tochter zum Beispiel einmal, die hat so einen richtigen hysterischen Schreck oder Schreianfall gekriegt, weil, ich glaube, es war keine Schlange oder so, keine Ahnung, aber sie war da richtig hysterisch und war da so außer ihr, also wenn man wirklich, wenn man so sagt, ich bin so außer mir, eben auch bei den Kindern, das ist für das Kind in dem Moment wirklich so eine Notfallsituation, da habe ich auf die Bachblüten, also auf die Notfalltropfen zurückgegriffen. Und da kommt man sofort zu sich wieder, so zu sich, dass man einfach wieder zu sich kommt zum, wie sagt man jetzt da, jetzt habe ich gerade ein Ding ein wenig verloren, damit es ansprechbar werden. So, das heißt, damit man einfach wirklich sprechen kann, damit man es beruhigen kann, weil oft, sonst, wenn sie so außer Rand und Band sind, dann kommt man gar nicht mehr zu ihnen,
Die Wörter verloren. Man kann es nicht, man kann es nicht ansprechen quasi, also sie sind nicht ansprechbar und so hat man wieder, bekommt man Zugang. So, jetzt habe ich es. Oder auch, ja, die Situation, also oder dieser Erfahrungsbericht, dass, also meine Erfahrung jetzt zum Beispiel, also für mich selber, dass meine Hündin gestorben ist, es war sehr plötzlich, da waren die Notfalltropfen sehr hilfreich, auch für meine anderen Hunde noch, also auch für die Tiere, du siehst es auch für die Tiere total wertvoll, oder vor einigen Monaten, also Anfang des Jahres, wie ich einen Anruf bekommen habe, ganz plötzlich und sehr unerwartet, dass ein Familienmitglied von uns verstorben ist, also solche Dinge, sofort Notfalltropfen hergeholt und dann auch gleich meine ganzen Verwandten damit versorgt. Also es gibt ganz viele verschiedene Situationen und da sind sie sehr, sehr, sehr hilfreich. Man hat dann wirklich einmal so einen Anker, sage ich jetzt einmal, und kann dann wirklich die nächsten wichtigen Schritte darauf aufbauen, darauf weitergehen. Gut, also. Die Bachblüten, Notfalltropfen, die einzelnen Bachblüten näher erklärt und auch ein bisschen Erfahrungsberichte dazu. Folgt mir voll gern auf meinem Kanal, auch auf Facebook, wo ich immer wieder live bin, aber auch auf YouTube. Schreibt es mir gern in die Kommentare noch Themenwünsche über die Bachblüten zum Beispiel, über verschiedene Kräuter. Räuchern steht jetzt dann auch wieder an, aber der Fokus ist jetzt verstärkt auf die Bachblüten. Bald startet meine Ausbildung, also wer da Infos haben möchte, schreibt es mir voll gern. Und ja, bis bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben, alles Liebe und ciao, ciao. Bis bald. Alles Liebe.